Irgendwann mal, wenn ich alt bin, hole ich mir so eine Harley. Ja, dann lasse ich mir einen langen weißen Bart wachsen und dann fahre ich auch hier über die Landstraße. Direkt mit Ansage. Eure Videos. Da ist jetzt was. Moin Leute, dann wollen wir doch mal gucken, was diese Folge so schönes kulinarisches zu bieten hat für uns. Ja, wollen wir mal gucken. Das riecht ohne Scheiß. Die sind richtig gut. Ich verstehe sowieso nicht, wieso man Rennrad fahren. Was ich nicht raffe, ist diese Radfahrermission. Ne? Also warum fährt man mit einem Rennrad auf der Straße immer? Das checke ich nicht. Vor allen Dingen, das ist ja auch im Ruhrgebiet jetzt. Also wir sind ja hier nicht auf Mallorca. Mallorca würde ich ja verstehen. Da kannst du ja bergauf, bergab. Aber hier? Also ich weiß ja nicht. Ich komme ja vom Land. Hier gibt es kaum Ampeln und so. Aber seit ich diese Videos schneide, kriege ich immer mehr Hass auf Fahrradfahrer. Versteht ihr das? Scheiß auf Verkehrsregeln. Auch wenn es dem einen oder anderen auf den Sack gehen wird und mir am meisten, ich werde in diese Videos mal ein bisschen mehr reinquatschen. Vielleicht kriegen die dann eine persönlichere Note. Ich find's gut. Ich find's gut. Ein bisschen mehr erzählen, finde ich gut. Und sind werbefreundlich, weil wenn ich hier keine Werbung für diese Videos mehr kassieren kann durch YouTube, dann mache ich das hier auch nicht mehr lange weiter. Das ist viel zu viel Arbeit. Ich verstehe aber auch nicht, wieso keiner auf die Idee kommt, sich mal dahinter zu setzen und ein paar Mal Lichtdupe zu machen, damit er wach wird oder sich Gedanken macht. Entweder sind seine Rücklichter kaputt oder er fährt schon wieder mit Tagfahrlicht, so ein Trottel, der es nicht merkt. Ne? Ja, das verstehe ich nicht, dass man es überhaupt nicht merkt. Weil ich verstehe, wie gesagt, genauso wenig, dass keiner hilft. Aber im Tunnel ist ja hell, da sieht man es ja. Moped, Moped ist richtig gut. Fahrt ihr eigentlich auch Moped? Bei mir ist so, ich bin psychologisch nicht so gut geeignet, Motorrad zu fahren. Irgendwann mal, wenn ich alt bin, hole ich mir so eine Harley. Ja, dann lasse ich mir einen langen weißen Bart wachsen und dann fahre ich auch hier über die Landstraßen so duck, 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 duck. So ein Bierdosenhalter am Lenkrad. Ne, nicht am Lenkrad, am Tank. Yo, yo! Oh, der LKW schneidet ganz schön die Kurve, oder? Ach, da waren wieder die Fahrradfahrer. Schön aussehen. Gewitter oder was? Oh nein. Ey. Ich kriege immer mal wieder fertig zensierte Videos zugeschickt. Achtet aber drauf, dass ihr auch eure Motorhaubenspiegelung zum Beispiel pixelt oder dass ihr auch genug pixelt. Bei diesem hier konnte ich bei dem Weißen zum Beispiel das Kennzeichen auch noch lesen. Ja. Von dem Lennart hier habe ich das Video auch schon fertig verpixelt gekriegt, aber auch du hast leider die Motorhaube vergessen zu zensieren. Die ist ja auch durch die Lappen gegangen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin froh, wenn ihr zensiert. Ne? Wenn es dann noch Kleinigkeiten sind, das ist dann schon viel besser als jetzt hier. Ne? Gemeinsam sind wir stark. Oh, krass. Ja, komm, Sekunde, Lennart. Keine Zeit, oder was? Da hinten stand ein Drecher. Jo, du bist ja auch ein Held, ne? Das war ja jetzt ein Held. Sportlicher Kreisverkehr. Hey, hey, hey. Eigentlich eine geile Konstruktion, ne? Hat er den Kinderwagen direkt aufs Longboard geschraubt da vorne, oder sie, oder was? Das habe ich noch nie gesehen. Ne, ich auch nicht, aber so ein Longboard hätte ich gerne. Skateboard mit Kinderwagen? Ich find's ganz geil. Ich habe ja schon vieles gesehen, aber das noch nicht. Ne. Da ist kurz noch so ein Nebengeräusch und dann erzählt Matthias uns was. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt dann gar nicht. Was ist mit dir los, Meister? Du bist eh viel zu schnell. Gibt's mehr Lichthupe in der Stadt? Bist du Malle in der Birne? Und jetzt überholt der auch noch. Vorne ist sie rot. Was für ein Spinner. Jetzt stehen sie nebeneinander, oder was? Das ist immer richtig gut. Was für ein Trottel, ehrlich. Schön. Ah ne, ich dachte, die unterhalten sich noch. Wie war das? Blinken, Spiegel, Schulterblick und raus. Wupp! Ziehen, ne? Rot. Rot. Meine Güte.
dachte schon. Ganz schön enge Straße. Ja. Wie gesehen, richtig übel. Ja. Boah, ey. Kinder, Kinder, Kinder. Mach ich kaputt. Ist halt ein Kind, was soll er sagen, ne? So. Das ist richtig gut. Jetzt Autobahnauffahrt. Guck mal, er fährt 50. Kann man da unten ja schon sehen. Das ist schon der Moment, wo so Prüfer immer schon richtig nervös werden. Muss ich Gas geben, ne? Ah, boah, er hat sogar hinten noch eine Kamera? Das ist ja richtig krass. Schön mit 59 auf die Autobahn. Es ist der Gefährliche. 140, ja, mit 140 ist okay, da kommst du vorwärts. Aber 59. Ja, beschleunigt im Streifen ist schon falsch verstanden. Gut. Guck mal, der Weiße. Das ist doch jetzt schon, man sieht den, Pascal. Und ich würde die Spur wechseln. Ich würde jetzt übrigens die Spur wechseln, weil ich denke, Pascal. Ja. So viel hätte ich die Spur vielleicht auch nicht gewechselt. Sportlicher Typ. Bei sowas frage ich mich manchmal, ob man den nicht einfach kurz anticken sollte. Ich meine, Schuld ist ja eh. Aber es ist halt auch so, dann lernt auch der andere ja was fürs Leben. Ja. Aber das, man muss ja mit den Fehlern anderer rechnen. Ihr wisst, was ich meine. War aber knapp. Jetzt reden die gleich noch ein bisschen und ich kapiere diese Unterhaltung überhaupt nicht. Er hat sogar wenn die überhaupt nicht zu dieser Situation gerade passt. Wenn ich doch bedenke, dass der lauter Sprechende der Fahrer der Kamera ist und kapiere ich nicht. Erklärt's mir bitte. Ja. Doch, aber ich dachte, da wäre Vorfahrt gewähren. Ja, aber. Ja, ich weiß. Wenn einer rausfährt, weißt du, machen wir Platz. Ja. Da kommen wir nicht mit 20 noch mehr. Ihr seht es wegen der scheiß Verpixelung nicht, aber ganz links im Bild, das ist so eine Busspur. Busspur ist geil, ne? Die Busse können an allen vorbeifahren, aber nicht nur Busse, können auch andere. Komm schon, Moped oder irgendwer. Na gut, ja, sauber. Läuft. Richtig gut. Gibt's in Dortmund übrigens auch, schön am Borsigplatz, hast du so einen Streifen für Elektroautos und Busse und tja, da rattert halt jeder durch, ne? Und die Sheriffs, die verteilen halt ein Ticket nacheinander, als sie es können. Luxus. Ach gut. Dann zieht er wieder. Es ist einfach zum Kotzen, dass sich manche einfach da alles erlauben können und dürfen und damit auch noch durchkommen. Weißt du? Und unser Eins macht's einmal irgendwas Komisches, einmal und wird dann direkt erwischt. Ach. Das Leben ist nicht fair. Das ist nicht fair. Das der Punkt schreibt dazu, dass das ein großer Feldbrand sei. Hätte ich jetzt auch wieder gedacht, Feldbrand. Im Sommer brennen irgendwie in Deutschland ständig Felder, ey. Hier im Ruhrgebiet gibt es nicht so viele Felder, deswegen bin ich das nicht gewohnt. Auch noch rechts überholt, der Quadratspur ist richtig gut. Vorsichtplatz des Kreisverkehrs, sein Urgroßvater. Einsatzleitung. Die Wochen. Mit uns trefft ihr eure Stars. Die 90er sind back on track und das nicht nur stylmäßig oder musikalisch. Er hat aber seine Hupe auch schon öfter benutzt, ne? Habt ihr gehört? Dieses Frrrr, das war schon ein Zeichen für leicht abgenutzte Hupe. Die Hupe hört sich an, als hätte sie Durchfall. Ist so. Ich finde, solche Bordsteine übrigens sind immer schwer zu erkennen als rechts vor links, so, weil die, also ist nicht so einfach, wenn man das nicht gewohnt ist. Man ist rechts vor links, erkennt man an den Feldern da, aber, achso, nee, er wusste nicht, rechts vor links war er sich nicht ganz sicher. Was rechts vor links bedeutet, wissen Sie aber schon, ne? Ach, wie... Oh. Dickbart hatte irgendwie... Was damit, der kann was erzählen. Cool, da hat er sich so ein ehemaliges Behördenfahrzeug gekauft und hat da erstmal den Lautsprecher wieder in Gang gebracht. Cool. Na du, weiter. So
Alter, Straßenverkehr, da haust du so die Info raus. Keiner weiß, wer da spricht. Nur du mit deinem Funkgerät. Ah. Wo kein Platz ist, Platz machen. Ja. Das ist Optimismus pur. Okay. Okay. Bisschen knapp. Bisschen knapp. Jetzt? Okay. Anyway. Nachts auf der Landstraße, da musst du einfach, da musst du bereit sein wie eine Katze. Das ist, sonst ist das nix. Ja. Kommst du nicht? Er ist chillig. Chilliger Typ. Noch Tür aufmachen, noch Katzen rauslassen oder so. Gucken? Da kommt Gegenverkehr? Junge! Das schmale Pixelte Videos stellen sich ja nicht in die Warteschlange an, nur leider hast du zwar gepixelt, aber die Motorhaube vergessen. Ich habe da noch die vielen Aufschriften, Internetadressen und Logos da auf diesem großen Bulli da verpixelt, weil wir sind ja hier, um uns unterhalten zu lassen und wir wollen ja nun nicht irgendwie jemanden an Pranger stellen. Also nicht jemanden speziell. Obwohl es welche absolut verdient hätten, das ist klar. Ja, stimmt, das nicht. Stimmt, so, was machen die beiden da jetzt? Kopf an Kopf rennen? Oder was? Bisschen unterhalten jetzt hier. Ja, guck. Fischerbus. Ist auch wieder Platz hier. Ah. Ja, groß verpixelt. Naja. Okay. Deswegen ist die Reihenfolge auch immer erst Innenspiegel. Also gut, beim Anhänger bringt dir der Innenspiegel nicht so viel, aber dann Außenspiegel, Seitenblick und dann blinken und dann raus. Warum muss da auch der Bus stehen? Ja, das ist das große Rätsel. Geiles Fahrzeug, dieser kleine Mini-Trecker. Ah, das hat sich richtig gelohnt. Du bist auch eine blöde. Mikkel, sagt man nicht. Er hat gesagt, ich soll das Fotze unkenntlich machen. Ja. Sascha. Hab ich gemacht. Schön, schön. Ironie und Sarkasmus ist so ein Charakter. Es ist mein, mag ich auch. Ist eine tolle Form von Humor. Ich mag übrigens den Film Deadpool auch sehr gern. Deswegen. Bis 2014, Randinformation, war es nicht verboten, in Deutschland verkehrt rum durch den Kreisverkehr zu fahren. Und alles, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber alles, was in Deutschland nicht verboten ist, ist gleichzeitig erlaubt. So wie auch bis, ich glaube, 2006 Kannibalismus nicht verboten war in Deutschland. Deswegen, wenn man seinen Nachbarn gegessen hat, war eigentlich kein Problem. Aber seit 2014, seit dem 1. April 2014 ist es verboten, tatsächlich verkehrt rum durch den Kreisverkehr zu fahren. Diese Menschen verachte ich ja auch, die ihren scheiß Müll aus dem Auto schmeißen. Das ist übel, nicht Abfahrten, machen. Da liegt ja so viel Müll. Ihr schickt mir echt viele Rotlichtverstöße, Leute. Die kann ich nicht alle reinnehmen. Sowas hier zum Beispiel, das passiert halt. Das kann ich nun wirklich nicht alles zeigen. Leute, fragt euch, ob die Videos für andere interessant sind. Manche schicken nämlich Videos, die ich dann löschen muss, weil die wollten einfach nur unbedingt ins Video. Das hier zum Beispiel, das geht. Da erfüllen wir den nächsten Wunsch. Alter, das war nicht ganz dicht, oder? Das war ja schon Ewigkeiten grün. Ja. Ja, und dies ist eine Baustellenampel, hier steht man länger, aber dieses Rot überfahren ist an Dreistigkeit echt nicht mehr zu überbieten. Rot, 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 rot. Teuer. Sehr, sehr teuer. So, und das soll es dann auch mit der Folge 19 gewesen sein. Und der Letzte macht die Tür zu. Bam! Sauber!